Willkommen bei Out of the Closet, dem Podcast aus meinem Kleiderschrank. Das letzte Mal in diesem Jahr. Ja. Wir hatten nämlich die fatale Idee, ganz kurz vor Weihnachten euch noch mit einem Weihnachtspodcast zu beglücken, was zu einigen Engpässen in unseren Terminkalendern geführt hat. Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir beide hier. Mhm. Susi hat schlechte Laune. Sehr schlechte Laune. Also ich garantiere für nichts. Ja, das werde ich jetzt auflösen. Ich gebe jetzt ganz viel positive Energie. Denn wir haben nämlich ein wirklich schönes und sehr positives Thema gewählt. Ich hatte nämlich ein sehr schönes und positives Jahr. Ja. Und das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? Weil ja. Es war ja eigentlich, beginnt im Februar mit dem Angriffskrieg der Russen. Ab da ging es bergab, muss man sagen, ne? Ja. Aber ich persönlich muss zugeben, dass mein Jahr wirklich schön war. Dann kannst du gleich mal losschießen und erklären, warum. Losschießen ist in diesem Zusammenhang. Ja, das stimmt. Ein bisschen oh mein böse. Gott. Ja. Warum? Warum kann ich dir sagen? Weil ich schon zu Beginn des Jahres eine sehr schöne Reise gemacht habe mit Ava. Da war ich in Cadaqués in Spanien im März. Wir haben ja hier immer so wahnsinnig früh Ferien. Wir haben ja keine Osterferien, ne, hier in Hamburg, sondern immer so sehr frühe Skiferien. Und da ich nicht Ski fahre, sind wir nach Cadaqués in Spanien gefahren. Und es war sehr schlechtes Wetter, aber es war eine super schöne Reise. Wir waren in Barcelona und so hat das Jahr angefangen. Und vor allen Dingen nach den letzten Corona-Jahren, in denen ich so gut wie gar nicht gereist bin, war das super schön. Mhm. Und du so? Ja. Oh Gott, lass uns jetzt nicht von Reisen anfangen. Nein, das stimmt. Aber wie war denn dein Jahr, wenn du jetzt so Bilanz ziehst? Mhm. Mein Jahr war ereignisreich, vollgepackt und auch mit vielen schönen neuen Dingen. Also allen voran dieses mein Dare-to-Age-Projekt, was wir sozusagen wirklich geschafft haben, bis Ende dieses Jahres fertigzustellen. Und Anfang des Jahres wird es dann auch endlich vorgestellt. Und ich hoffe... Wem denn vorgestellt? Verschiedenen Sendern. Fernsehsendern, genau, Netflix, wow, keine Ahnung. Und dann heißt es nämlich Daumen drücken, dass die das genauso toll finden und relevant finden wie wir. Du hast ja auch mitgemacht, also mitgewirkt und weißt, worum es geht. Das ist schon... Ja, du hast auch einen O-Ton dazu gegeben. Ach so, ich durfte schon mal einen Sneak Peek machen. Ich habe einen Trailer angesehen und habe gesagt, wie ich es finde. Ja, genau. Ja. Und... genau, und das war so ein bisschen auch mein Herzensprojekt, dem Thema älter werden, ein wenig mehr Fokus zu schenken, die Diskussion ins Rollen zu bringen, wie wir alt werden wollen, mehr das Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken. Also von daher war das so ein bisschen so mein inhaltlicher Schwerpunkt. Familiär war es ein bisschen anspruchsvoll, weil die Kinder ja plötzlich aus dem Haus waren. Und ich das so kompensiert habe mit ganz viel Reisen und Arbeit und mich beschäftigen und das noch nicht so richtig an mich ranlassen. So. Ablenkung. Hast dich abgelenkt. Ich habe mich erstmal abgelenkt. Und jetzt vorgespult. Ja. Wie hat das geklappt mit der Ablenkung? Ja, hat gut geklappt erstmal, ja. Bist jetzt in kein Loch gefallen. Ich bin bis zu irgendeinem Zeitpunkt. Noch nicht, nein. Nee, wird auch nicht mehr kommen. Naja, vielleicht okay, und nicht. Weihnachten, wie sieht Weihnachten aus? Ja, Weihnachten ist ja übrigens in 3 Tagen. Nee, warte mal, wir haben heute Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, doch. Ja. Bin ich so gut im Rechnen. Ja, ich, dadurch, dass ich die Hälfte des Monats auch nicht in Hamburg war, kommt mir das so, ist das wirklich jetzt so wie vorgespult. Ich erlebe alles so konzentriert in der Vorweihnachtszeit. Ich war noch nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt. Also das will ich heute auch noch machen. Haken. Ja, Bucketlist. Haken. Weihnachtsbucketlist. Weihnachtsbucketlist. Mhm. Aber ja, da gibt es ja diesen schönen Beitrag bei uns auf dem Blog, Patchwork ist ein Arschloch. Also von daher heißt es, Weihnachten gebe ich die Kinder dieses Mal ab oder muss ich sie abgeben. Und dann feiern wir so Familienweihnachten mit meiner Familie erst am ersten Weihnachtstag. Okay. So amerikanisch halt. Ist aber ja Weihnachten erst. Genau. Ne? Weihnachten ist eines Heiligabend und Weihnachten geht erst am ersten Weihnachtstag los. Insofern kommen deine Kinder genau richtig. Total. Und wie gesagt, für mich ist... Gehst du eigentlich in die Kirche? Das überlege ich mir noch. Bist du gläubig oder bist du Kirchentouristin? Nee, ich zahle sogar noch Kirchensteuer. Wow. Ja. Hm, ja, also... Super. Nein, ich finde...
und ich will da jetzt nicht können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Total. Oder? Über Glauben und Spiritualität. Und ja. So finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Ja. Also du gehst nicht in die Kirche oder überlegst noch in die Kirche? Ich mache das spontan. Vielleicht gehe ich in die Mitternachtsmesse. Jetzt muss ich ja nicht mehr ins Krippenspiel gehen mit den Kindern. Eine Zeit lang war das dann immer noch, das fand ich auch übrigens immer sehr schön, auch als die Kinder schon größer waren. Ich liebe das, Krippenspiel und immer wieder diese Geschichte. Das ist wie mit den Weihnachtsfilmen, die jedes Jahr gespielt werden. Das ist einfach nochmal so, das gehört zur Weihnacht eigentlich dazu. Vor allen Dingen das Singen und das setzt ja auch Endorphine frei und zwar ganz viele positive. Und von daher muss ich mal schauen. Also ich muss jetzt nicht und ich hoffe, dass ich es aber trotzdem irgendwie hinkriege. Aber ja kannst du ja spontan entscheiden. Ja, mit dir vielleicht. Ich gehe nachmittags. Ach so. Und zweimal, glaube ich, ist ein bisschen viel. Ja, okay. Wann gehst du denn? Um 16.30 Uhr in die Nikolai oder in die andere? Messe. Nikolai, die heißt auch Nikolai. Ach so, aber bei dir. Okay. Nee, Johannes. Johannes, genau. Da geht's hin. So viel zu dem Thema, wie häufig ich in die Kirche gehe. Ich bin nämlich Kirchentouristin, ich bin nicht mehr in der Kirche, aber ich gehe manchmal an Heiligabend in die Kirche. Das ist ja ein schönes Wort, Kirchentouristin, das habe ich auch noch nie gehört. Neulich habe ich irgendwo so eine Umfrage gesehen im Fernsehen und da hat der Reporter gefragt, gehen Sie in die Kirche und so? Und dann haben die meisten Leute gesagt, weil die Kirche verzeichnet so viele Austritte, wie noch nie in diesem Jahr. Es geht echt bergab mit der Kirche. Ja. Und die meisten Leute haben auf der Straße tatsächlich gesagt, naja, nee, sie gehen nicht in die Kirche oder sie gehen nur an Heiligabend in die Kirche. Und dann meinte der Reporter, oh Gott, der arme Pfarrer. Und dann habe ich so kurz drüber überlegt und habe ich gedacht, wieso eigentlich der arme Pfarrer? Weil eigentlich kann er sich ja freuen, wenn die Kirche voll ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, der arme Pfarrer, weil sie sonst so leer ist. Ja gut, aber immerhin ist sie dann Weihnachten voll. Ja, das besser, stimmt. Als wenn sie gar nicht mehr existieren würde. Ja, da habe ich neulich eine Dokumentation gesehen, was auch mit diesen ausrangierten Kirchen passiert. Und dann gibt es halt auch so einen Orgelschledderer, der diese ganzen Orgeln nach Polen verkauft. Oder und Autos draus macht. Also, genau, also es war so ein bisschen, ich bin da irgendwie dran kleben geblieben. Weil, ja, das ja es ist faszinierend, ne? Es ist faszinierend und traurig zugleich. Ja. Und also die vor allen Dingen die älteren Menschen, die mir auch sehr am Herzen liegen, die werden dann von dem Pfarrer, der natürlich auch kein Haus und Dach mehr über dem Kopf hat, der machen die dann zu Hause so kleine Gottesdienste. Was ich aber auch, wie gesagt, nicht schlimm finde. Ich finde dieses Improvisieren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich da auch, also intern natürlich innerhalb der Kirche muss ich, glaube ich, viel verändern, gerade bei der katholischen Kirche, aber auch. Aber auch sonst, ne? Also vielleicht, ich bin gefragt worden übrigens nächstes Jahr, mein erstes Highlight nächstes Jahr im April, ob ich eine Predigt halten möchte in einer Kirche. Ach nein. Ja, in Laubach. In Laubach in der evangelischen Kirche. Grüße gehen raus an Jörg an dieser Stelle. Das ist der Pfarrer in der Gemeinde, zu dem ich regen Instagram-Kontakt habe und der auch Sinnfluencer ist. Und dadurch habe ich ihn kennengelernt, weil wir mal einen Beitrag bei Maintower über ihn gemacht haben. Weil er sehr aktiv ist bei Instagram und das ganz toll macht, finde ich. Und der hat mich gefragt vor ein paar Wochen, ob ich nicht Lust hätte, im Anfang des Jahres mal in seiner Kirche eine Predigt zu halten. Nein. Und da komme ich. Das fand ich toll. Es wird gestreamt auch. Er streamt es auch. Mega. Ja, und es geht ums Älterwerden. Also er schrieb mir, also genau dein Thema. Ja. Er schrieb mir, ob ich nicht Lust hätte, ich würde ja auch relativ viel bei Instagram zu dem Thema machen, und ob ich nicht Lust hätte, darüber mal was zu erzählen. Und es gibt keinerlei Vorgaben und wir treffen uns jetzt in ein paar Wochen mal das erste Mal und überlegen mal, was wir da machen können. Aber ich freue mich schon tierisch drauf, muss ich sagen. Ja, super. Weil ich habe sogar tatsächlich überlegt, wieder in die Kirche einzutreten. Weil ich bin ja konfirmiert auch, ich habe sogar mal kirchlich geheiratet und so und ich finde das irgendwie schön. Toll. Ja, also das, guck mal, jetzt sind wir so, wohl Weihnachten, da kann man auch über solche Dinge reden. Nein, das gehört dazu und wir wollten ja eigentlich original mal über das Thema Dankbarkeit, also wem wir vielleicht auch Danke sagen wollen hier und wofür wir dankbar sind und das ist doch, gehört dazu. Das ist, auch wenn es jetzt das nächste Jahr betrifft, aber da kannst du doch sehr dankbar sein, dass du da gefragt wurdest. Ja, ich bin dankbar für die, das wird dir ähnlich gehen. Ne? Ich bin natürlich in erster Linie dankbar für meine Familie, für meine Töchter, du auch, ne? Deine Familie, klar. Deinen liebevollen Partner. Ich habe keinen Partner, aber Sue ist liebevoll. für Gesundheit und natürlich auch für die beruflichen Projekte, die dann doch immer noch mal wieder um die Ecke kommen. Ne? Immer dann, wenn man
wenn ich vielleicht denke, so, mal gucken, es wird gerade eng, ja, dann kommt wieder eins. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Wohlstand, ja. Dach über dem Kopf. Ich habe darüber nachgedacht, als du das Thema vorgeschlagen hast und habe gedacht, ja, ich bin für sehr, sehr vieles dankbar, aber ich habe das Gefühl, dass die Dankbarkeit sehr integriert ist in mein Leben und dass ich eigentlich jeden Tag immer irgendwie dankbar bin für was. Sodass es mir in der Tat jetzt gerade so ein bisschen schwer fällt, beziehungsweise ich das so ein bisschen komisch finde, all diese Dinge nochmal aufzuzählen. Kennst du das? Kannst du das nachempfinden? Ich weiß, was du meinst, aber ja, ich bin manchmal so beschäftigt, dass ich mir das nicht bewusst wäre, aber werde. Aber das ist was ich mir fürs nächste Jahr auch wieder vorgenommen habe, vielleicht auch in Form vom Journaling. So, dass ja, ich wollte noch mal ich gerade so, sagen, ist ja sehr ich, in. Ja, ich habe das auch schon mal angefangen, das ist ja auch nicht neu, aber ich glaube, um sich zu fokussieren, gerade wenn man so Hummeln im Po hat, so wie ich, und die Maschine sofort anfängt zu laufen morgens, ist es, glaube ich, ganz gut, sich irgendwie eine Krücke zu holen, und um das zu kultivieren. Und ich bin halt dann nicht so jemand, der dann da liegt und sagt, wofür bin ich mir, wofür bin ich heute dankbar, oder auch dieses, ne, diese Selbstliebe-Mantras oder so, die wir ja auch alle gebrauchen können. Ich glaube, ich fange dieses Journaling wieder an. So. Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glücklichsein. Ja. Das klingt unglaublich abgegriffen und banal, aber es ist tatsächlich die Dankbarkeit. Weil wenn man so mitten in so einem Superstress ist, so jetzt auch vor der Weihnachtszeit und so, klar, das bleibt ja nicht aus, ne? Gerade wenn man irgendwie Menschen bewirten will und es alles schön haben will, dann ist man im Stress. Aber es hilft, sich zwischendurch in der ruhigen Minute zu überlegen, wofür bin ich dankbar. Und wenn es dann leichter fällt, indem man es aufschreibt, glaube ich, ist das ganz viel wert. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, als es mir mental nicht gut ging. Ich habe jeden Morgen 3 Sachen aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und es hat, es wirkt. Super. Das ist schön. Ja, also das nehme ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr vor. Jetzt wird es auch so eine Mischung wie Rückblick und Vorausschau. Wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für die vielen tollen Frauen-Community bei Sosu. Und trotz Beendung, sage ich jetzt mal, der Pandemie und dass die Leute ja auch wieder rausgehen, dass sie uns trotzdem treu folgen und Fans geblieben sind und dass das auch weiterhin so toll funktioniert mit der Susu-Community und Mode, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, und dafür bin ich dankbar, dass ich das gefunden habe, weil das dieses Feedback auch, das ich durch diverse Kanäle bekomme, unserer Mode, das ist schön, weil daraus auch einfach so persönliche Kontakte entstehen und Gespräche, das ist wie so Brieffreundschaften, die man so ein bisschen hinter den Kulissen hat. Und ich habe die Möglichkeit, aber auch natürlich durch Pop-Ups und das Reisen oder dass ich eingeladen werde, um unsere Mode vorzustellen, lerne ich wahnsinnig viele tolle Frauen kennen. Und da bin ich so dankbar, in andere Leben, also zumindest wie so ein kleiner Scheinwerfer mal so Einblick zu haben und zu gucken, für wen macht man das eigentlich, und oh, wie spannend, was es für verschiedene Leben gibt. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht. Ich finde es immer so toll. Ich war jetzt auch gerade das letzte Mal, gerade vor ein paar Tagen in Bregenz, wo man sagt so, wow, Mutter mit Tochter, und man kommt ins Gespräch und wie anders andere Menschen leben und wie spannend das einfach ist. Und dass ich bin dankbar, dass ich diese Neugier da habe, mich da immer so drauf einzulassen. Ja, das ist eine große Bereicherung. Dafür kann man auch dankbar sein. Ja. Willst du noch was wissen? Naja, klar. Wo bist du denn noch? Also jetzt, ja, du hast das ja, wie gesagt, du bist ja quasi ständig dankbar, aber vielleicht gibt es ja einen Menschen oder mehrere Menschen, dem du mal so konkret dankbar sagen würdest. Ja, also er wird es leider nicht sehen, aber ich habe es ihm auch schon von ganzem Herzen gesagt, vor ein paar Wochen, als es konkret wurde. Aber ich bin Jan unglaublich dankbar, Jan Ackermann, meinem Kollegen vom Hessischen Rundfunk, weil der gemeinsam mit mir ja die Mutmacherin, meinen neuen Podcast, den ich nächstes Jahr in den Start bringen werde, konzipiert hat und vor allen Dingen diese ganze organisatorische Arbeit im Sender gemacht hat. Also das ist ja so, wenn man so eine Idee hat, und ich arbeite ja fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, dann kann man ja nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, okay, ich will das machen, und dann sagt jemand, ja, dann mach das mal, hier hast du Geld.
ja, mhm. sondern man muss verschiedene Stadien durchlaufen, verschiedene Gremien, muss diese Idee standhalten, das wird auf Herz und Nieren geprüft, man muss eine Art Businessplan machen, man muss einen Distributionsplan machen, lauter so Dinge, von denen ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Ich hatte die kreative Idee und dann ist mir Jan in den Schoß gefallen quasi, ja, der wurde mir halt ans Herz gelegt als ein sehr guter, kompetenter Hörfunkkollege und dann haben wir das zusammen gemacht und das hat, diese Arbeit in Vorbereitung hat über ein Jahr gedauert. Und wir haben sogar einen Piloten produziert auf eigene Kosten, aus eigener Tasche. Mit seinem Auto sind wir nach Wiesbaden gefahren zu unserer ersten Protagonistin und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber es war natürlich auch Arbeit. Und Jan hat das so, so toll gemacht. Also wenn er das aus irgendeinem Grund jetzt hören oder sehen sollte, bei dem muss ich mich auf jeden Fall bedanken. Ja, toll. Also wie gesagt, habe ich auch schon gemacht, aber das war einfach, ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Weil es ist ein hochkomplizierter, komplexer Prozess, sowas an den Start zu bringen, bis hin zur letzten Runde, wo dann wirklich in der Runde entschieden wird, ob das Budget dafür freigegeben wird oder nicht. Und das, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Da kann ich gleich einhaken, weil ich ja so ein ähnliches Projekt habe mit Dare to Age, nur halt auf Film. Und wir haben richtig toll und aufwendig auch in der Leishalle gedreht. Und da muss ich auf jeden Fall meiner besten Freundin Vera danken. Da kommen mir gleich die Tränen. Die das einfach auch so liebevoll produziert hat und so aufwendig und trotz auch in Vorleistung natürlich gegangen ist. Die machen normalerweise ein anderes Geschäft. Und das war so aufwendig, das zu planen, auch mit den Gästinnen, die wir hatten und den Moderatorinnen und Ausstattung, Make-up. Ein Wahnsinnsteam drumherum und es war auch so intensiv und ja, und das ist immer wieder bewundernswert, wie sie das, ja, wie viel Energie diese Frau hat und das investiert hat in mich und, und in diese Idee und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Erzähl doch nochmal ein bisschen darüber, also was worum geht's, also Dare to Age heißt auf Deutsch übersetzt, Trau dich zu altern. Aha, genau, trau dich zu altern, okay. Was natürlich unumgänglich ist. Von daher ist das so ein bisschen auch provozierend. Aber trau dich gut zu altern. Trau dich, über das Altern zu sprechen. Trau dich, deine Bedürfnisse anzumelden. Trau dich, an deinem Arbeitsplatz, um deine Rechte zu kämpfen. Ja, das umfasst halt verschiedene Spektren des Lebens und dazu wird auch immer jemand, der zu diesem Thema besonders fachkundig ist, eingeladen. Okay, und du bist Moderatorin? Ich bin quasi Moderatorin und selbst betroffen. Okay. Das ist so, ja, wie gesagt, einer der Themen, die im letzten Jahr so mich bewegt haben, weil man da so mit drin ist und weil ich auch dankbar bin, dass dieses Thema gerade so Öffentlichkeit findet. Mhm. So wie auch, sind ja viele Bücher erschienen, Die gereizte Frau von Miriam Stein und so weiter und so fort. Und da geht es ja mehr um die Wechseljahre, ne? Ja gut, aber das ist ja auch ein Teil. Mhm. Ein Teil des Älterwerdens, der dann natürlich auch besprochen wird und vorkommt. Also von daher, ja, ist das einfach. Aber es geht um Frauen nur ausschließlich, oder? Nö. Da kommen auch Männer. Aufs Sofa. Na klar, klar kommen da auch Männer zu Wort. Und da gibt es auch gute Beispiele, weil das geht ja immer nur gemeinsam. Wenn man was verändern will, geht es nur, wenn alle an einem Strang ziehen oder das bewusst wird. Was muss sich denn verändern, deiner Meinung? Es hat doch auch gerade, dieser eine Minister, der hat doch auch gerade eine Rede im Bundeskanzleramt gehalten. Im Bundestag? Ja, im Bundestag. Oh Gott, ich bin schon völlig verwirrt. Weihnachtsstress. Falk. Heißt er nicht Heil? Oder? Ja, Herr Heil, glaube ich. Der hat da gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und dass vermehrt gerade die 60-Jährigen aussortiert werden. Mhm. Und dagegen will er vorgehen. Mhm. Also, und das ist interessant, dass sich ein Mann das auf die Fahne geschrieben hat. Naja, weil es den Männern ja nicht anders geht, ne, wenn die alt werden. Also was Arbeit angeht. Also er will die Rentengrenze nicht nach oben setzen. Mhm. Das bleibt wohl bei 67. Aber er will gegen Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz vorgehen. Mhm. Ja, dann sagen wir ihm mal toi toi toi. Ja, genau. Und unterstützen ihn an dieser Stelle. Ja, definitiv. So, dann will ich aber weiter Danke sagen meiner Schwester, die auch immer Verständnis für mich hat, auch wenn es dann oft vielleicht auch mal so auf ihre Kosten geht. Aber sie versucht es immer zu verstehen und versucht mir den Rücken frei zu halten.
ist immer liebevoll dabei und ja, und ohne sie könnte ich Susu einfach nicht machen. Also, und sie wird bald 40 und in ein paar Tagen, ich glaube, das steht ihr sehr bevor. Und ich hoffe, dass ich ihr da einen sehr, sehr schönen Geburtstag auch feiert ihr zusammen? Ja, ich fahre hin und auf Mallorca? Ja, und sie hat so ein kleines, so eine Motto-Partys Studio 54 und ich werde mir da sehr viel Mühe geben. Ihr ein bisschen helfen, sie ein bisschen unterstützen. Ja, und habe auch ein ganz tolles Geschenk und das ist ja auch immer schön, wenn man was hat, wo man sich selber freut, dass ich, dass man weiß, dass das ein toll, dass sie sich freuen wird. Ja, ne? Dass man das so weitergeben kann. Ne? Genau. Beschenken ist ja sowieso, also schenken ist ja auch schöner als Geschenke zu bekommen, beziehungsweise ich stelle fest, mit fortschreitendem Alter ist das so, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Also ich kriege auch sehr gerne Geschenke, so ist es jetzt nicht, aber ich finde dieses Gefühl, man hat sich Gedanken gemacht und man hat ein schönes Geschenk für jemanden, das ist ja jetzt zur Weihnachtszeit auch ganz akut. Ja. Das finde ich, ich habe zum Beispiel gerade das Dilemma, dass meine jüngere Tochter, Ava, die hat ja am 1. Februar Geburtstag. Mhm. Und es ist immer zwischen Weihnachten und ihrem Geburtstag nicht so viel Zeit. Und da denke ich, das kennst du ja auch von deinen Kindern, ne? Ja. Und dann denke ich oft, was oft ganz gut ist, weil ich dann Geschenke, die mir dann einfallen zu Weihnachten, aufbewahren kann für den Geburtstag. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass ich dieses Jahr wirklich so, also wirklich ein bisschen zu viel, schöne Geschenke habe, dass ich überhaupt keine Lust habe zu warten. Oh, süß. Ja, aber das ist eigentlich nicht gut. Und da sind auch so ein, zwei Geschenke dabei, die muss ich ihr jetzt schenken. Und jetzt habe ich neulich schon überlegt, wie mache ich denn das? Ich kann ja dieses Kind nicht mit Geschenken beschmeißen. Ja, das ist ja irgendwie viel zu viel und so. Aber ich glaube, ich werde das einfach tun. Ja. Und ich muss auch echt sagen, die hat die arme Maus, die hat auch jetzt so kurz vor Weihnachten, kennst du das ja auch, wenn die Kinder so Schulstress haben, ne? So kurz bevor Ferien anfangen. Oh Mann. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach, irgendwie hat sie es auch verdient. Also wenn die dann so morgens um 6 und so bleich mit Pickeln aus dem Haus gehen und so völlig mit solchen Ringen unter den Augen und noch eine Klausur und noch eine Klausur. Ja. Also ich finde, beschenken auf jeden Fall ist etwas sehr, sehr Schönes. Total schenkt schön. Schenkt ihr euch was, dein Freund und du? Also ich habe gebeten, lustigerweise nicht beschenkt zu werden, weil er mich das ganze Jahr auch wirklich immer beschenkt. Und ja, ich habe gesagt, ich habe es ihm wirklich ganz ernst gesagt, ich habe gesagt, ich möchte wirklich nichts haben. Und meinst du, es funktioniert? Ich hoffe. Dafür habe ich ganz viel für ihn und Was heißt ganz viel? Das hört sich nicht so an, aber ich habe schöne Sachen für ihn und genau, also. Und ihr werdet Weihnachten, Heiligabend alleine feiern? Nee, mit seinen Kindern. Ah, okay. Ach ja, stimmt. Hat auch genau. So, und dann möchte ich aber auch dir danken. Oh. Dass, dass ich dich immer anrufen darf, wenn ich, wenn es mir auch mal nicht so gut geht und du immer so einen tollen Pep-Talk für mich bereithältst. Ist es so? Ja, ist schon so. Oh, also das freut mich. Ich kann da dir aber auch Danke sagen dafür, dass du mich anrufst. Also ich meine, weil das ist ja auch, ne, setzt ja auch ein gewisses Vertrauen voraus. Das stimmt. Und das Gefühl, dass man, dass man von der Person, der man sich anvertraut, auch das bekommt, was man in dem Moment braucht. Genau. Ja. Ja, das stimmt. Und das machen ja viele falsch, muss man auch. Was heißt falsch? Doch falsch. Also viele FreundInnen, habe ich festgestellt. Mhm. Jetzt im Alltag wird es ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, wie du das kennst, aber ich finde, dass es oft so war, in meinem Leben zumindest, dass die Menschen, denen ich mich anvertraut habe, dann sehr von ihrer Position raus Ratschläge gegeben haben und weniger geguckt haben, was braucht denn die Person, der es gerade nicht gut geht. Mhm. Das finde ich zum Beispiel ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die man irgendwann vielleicht im Alter dann mal bekommt, dass man dass man merkt, ach ja, Moment mal, in dem Moment, wenn es jemandem wirklich schlecht geht, da geht es ja gar nicht um mich, da geht es ja um den anderen oder die andere und da kann ich ja helfen, indem ich einfach wirklich mal genau hinhöre, was braucht denn diese Person. Weil meistens ist es ja gar nicht so viel, ne? Manchmal ist es ein Zuhören und wirklich zuhören und wirklich nachfragen und sagen, hey, du bist safe, mach dir keine Sorgen. Mhm. Stimmt, hast du total recht. Also ich bin dir sehr dankbar, dass du mich anrufst.
Und auch natürlich, dass wir hier diesen Podcast immer aufzeichnen. Und immer noch. Und wir sind jetzt auch schon im vierten Jahr oder sowas. Ne? Und dass einer immer wieder, also auch nicht, dass immer nur einer die Initiative oder das Thema, sondern dass es das immer, dass wir dann immer so ein natürliches Bedürfnis haben, komm, lass uns jetzt nochmal wieder eine Folge. Und ich habe ein Thema, du hast ein Thema. Und dass das natürlich auch alles so ohne Druck und Zwang ist, sondern wirklich spaßorientiert und hoffentlich für euch auch. Ihr könnt uns übrigens auch noch mal Themen gerne unten drunter schreiben, ne? Oder bei Sue auf Instagram oder so, wenn euch Themen einfallen. Mhm. Also wir sind immer offen für alles. Ja, total. Mhm. Hast du noch was? Weil ich würde sagen, ne, in der Kürze liegt die Würze. So kurz vor Weihnachten. Ja. Also wir wünschen euch auf jeden Fall von ganzem Herzen natürlich super schöne Weihnachten. Stressfreie. Stressfreie, lustige, leckere, gemütliche Weihnachten, die nicht nur aus Hin- und Herfahren und alle anderen glücklich machen bestehen, sondern auch aus schöner Zeit für euch. Ja. Wie auch immer die aussehen mag. Das hast du schön gesagt. Das Wort zur Weihnacht. Ja, das lassen wir auch so stehen und sagen einfach Tschüss. Tschüss, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.